Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen. Ich bin Ann-Kathrin von Naturgeburt und wenn du schwanger bist oder dir ein Baby wünschst, dann abonniere gerne meinen Kanal und drücke auch unbedingt auf die Glocke, damit du bei den neuesten Videos von mir zu den Themen natürliche Schwangerschaft, selbstbestimmte Geburt in inniger Verbundenheit mit deinem Baby und die erste Zeit danach immer direkt benachrichtigt wirst. Neben der Folsäure und dem Magnesium ist Eisen wohl eines der häufigsten Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft. Als Hebamme erlebe ich es ständig, dass mir die Frauen ihr Leid klagen, welche Auswirkungen die Eisensubstitution auf ihren Körper hat. Die meisten Frauen haben nämlich mit Verstopfung zu kämpfen, als Folge der Eiseneinnahme, meist ja in Form von Tabletten. Und ich möchte dieses ganze Thema einmal etwas kritischer beleuchten und dir die homöopathische Sichtweise dazu nahebringen. Und dafür möchte ich einmal recht weit vorne anfangen. Eisen ist in unserem Körper in Form von Hämoglobin für den Sauerstofftransport in unserem Blut verantwortlich. Das heißt, dass es den Sauerstoff bei den Lungen in den roten Blutkörperchen bindet und so über die Blutgefäße überall im Körper zur Verfügung stellt, wo es eben gerade benötigt wird. Und außerhalb der Schwangerschaft hat die Frau, abhängig von Gewicht und Körpergröße natürlich, in etwa so 5 Liter Blut in sich. In der Schwangerschaft steigt das Blutvolumen um ca. 1,5 Liter an. Diese Blutzunahme sorgt für eine relative Abnahme des Eisenwertes. Wenn ich also zum Beispiel in einem Glas, das zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, 2 Esslöffel Saft dazugebe, dann ist der prozentuale Anteil natürlich höher, als wenn ich danach dieses Glas dann noch weiter mit Wasser auffülle, bis es voll ist. Dann ist bei dem vollen Glas Wasser der prozentuale Anteil des Saftes natürlich viel, viel geringer dabei, ja genauso viel Saft drin ist wie vorher auch. Und nichts anderes ist es mit dem Eisenwert. Es ist absolut physiologisch, dass der Eisenwert in der Schwangerschaft absinkt. Meist ist er dann so um die 28. Schwangerschaftswoche auf dem Tiefpunkt und steigt danach auch von alleine wieder an. Greift man ohne einen tatsächlichen Eisenmangel in den Eisenhaushalt ein, dann kann es auch zu Überdosierungen kommen, die aus alternativmedizinischer Sicht zum Beispiel auch die vorhin schon genannte Verstopfung darstellt. Oder die zumindest einen Hinweis auf eine ausreichende Eisenversorgung geben könnte. Sind die Eisenwerte tatsächlich zu hoch, was einer Schwangeren oder Frau im gebärfähigen Alter wahrscheinlich eher nicht passiert, dann können zu hohe Eisenwerte auch zu koronaren Herzerkrankungen führen. Das sind zum Beispiel Arteriosklerose und auch der Herzinfarkt. Und freie Eisenionen können aber auch die Bildung von Sauerstoffradikalen fördern. Sauerstoffradikale sind reaktionsfreudig und können eine Vielzahl zellulärer Verbindungen schädigen, was unter anderem zum Beispiel zu einem gesteigerten Krebsrisiko führen kann. Und aus alternativmedizinischer Sicht wird daher empfohlen, unbedingt auch die subjektiven Beschwerden einer Eisenmangelanämie zu berücksichtigen und sich nicht bloß an den Laborwerten zu orientieren. Symptome können zum Beispiel sein Mattigkeit, Müdigkeit, rasche Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, Atemnot bei körperlicher Belastung, wenn du zum Beispiel Treppen steigst, Schwindel beim Aufrichten oder Liegen, pochende Kopfschmerzen, Ohrensausen, Kälteempfindlichkeit, leichte Erregbarkeit mit plötzlichem Erröten oder auch chronische Blässe, brüchige Nägel und Haare. Und ja, man kann ganz viel über die Ernährung arbeiten, über die es auch nahezu unmöglich ist, eine Überdosierung herbeizuführen. Dafür ist es ganz wichtig zu wissen, dass es Substanzen gibt, die die Eisenaufnahme begünstigen und einige, die die Aufnahme hemmen. Grundsätzlich wird die Eisenaufnahme behindert durch zum Beispiel Dünndarmschädigungen, wenn du da also bekannte Erkrankungen hast, durch magensäuredämpfende Arzneien, das sind Mittel gegen Sodbrennen, die in der Schwangerschaft ja auch nicht so selten zum Einsatz kommen, und auch durch Antibiotika.
Denn Antibiotika töten halt alle Bakterien ab und Milchsäure fördert aber die Eisenaufnahme. Und die wird durch Milchsäurebakterien produziert und das Antibiotikum tötet eben auch diese Milchsäurebakterien in unserem Körper ab, die einfach die Aufnahme begünstigen. Und auch zu viele Phosphate können die Aufnahme von Eisen hemmen. Und Phosphate findest du zum Beispiel in Limonaden, Fertiggerichten, Fastfood. Und auch Oxalate, wie sie in Spinat oder Rhabarber zu finden sind, sind nicht förderlich. Und auch Kaffee, grüner und schwarzer Tee, aber auch Magnesium und Kalzium, wie jetzt zum Beispiel Milch zu finden ist, wirken der Eisenaufnahme entgegen. Und als letztes möchte ich auch die Phytinsäure an dieser Stelle nochmal nennen. Die findet sich nämlich in Nüssen und Getreiden. Aber der kann man relativ einfach entgegenwirken, indem man die Nüsse und das Getreide vorher in Wasser einweicht. Dann gibt es online auch ganz viele Infos und Tabellen, welches Lebensmittel wie lange eingeweicht werden sollte. Und als ich das erste Mal gehört habe, war ich von dem Gedanken irgendwie wenig angetan, meine Mandeln, meine leckeren, knackigen Mandeln in Wasser einzulegen und dann die aufgeweichten, durchnässten Nüsse zu essen. Aber so ist das nämlich eigentlich überhaupt gar nicht gemeint. Es geht dabei darum, die Nüsse dann auch wieder zu trocknen und damit sind sie eben wieder in genau dem gleichen Konsistenzzustand wie vorher. Und wenn du ein Dörrgerät hast zum Beispiel, kannst du das natürlich super dafür nutzen. Und auch Getreide sollte ja eigentlich bestenfalls gekeimt verzehrt werden. Früher zu Urgroßmutters Zeiten wurde das Getreide erst angekeimt, bevor es für den Verzehr weiterverarbeitet wurde. Und das kostete natürlich Zeit und Zeit ist Geld und daher wurde dieses Verfahren nach und nach immer seltener. Und heute essen wir dann meistens nur noch ungekeimtes Getreide. Aber inzwischen gibt es vereinzelte Online-Shops, die Mehl oder Müsli und so weiter aus gekeimtem Getreide anbieten. Natürlich kann man das aber kostensparend auch einfach selbst machen, gerade für das Frühstück zum Beispiel. Mehl herzustellen könnte sonst vielleicht für den einen oder anderen schon wieder etwas schwieriger werden. Okay, aber jetzt bin ich auch schon ganz schön vom eigentlichen Thema abgedriftet. Also zurück zum Eisen. Es gibt noch eine Sache, auf die du achten solltest, wenn du Schilddrüsenprobleme hast, die medikamentös behandelt werden. Denn es gibt eine Wechselwirkung zwischen Eisen und L-Thyroxin, sodass die Wirkung des L-Thyroxin gegebenenfalls abgeschwächt werden kann, wenn der Abstand zwischen den beiden Einnahmen, zwischen Eisen und L-Thyroxin, nicht groß genug ist. Also bitte nicht beides zusammen einnehmen. Der Eisenspiegel im Blut hat auch einen Einfluss auf das Immunsystem. In unserem Körper ist das Eisen hauptsächlich an Eiweiß gebunden und es gibt eigentlich kaum frei zirkulierendes Eisen. Denn Bakterien benötigen das Eisen auch für ihren Energiehaushalt und daher geht ein vertretbarer Bluteisenmangel mit einer erhöhten Widerstandsfähigkeit einher. Auch unter der Geburt verliert die Frau ja Blut und das kann als natürlicher Infektschutz für das Wochenbett angesehen werden. Es gibt sogar die Vermutung und auch Hinweise darauf, dass eine Frau mit einem recht hohen Eisenwert mehr Blut unter der Geburt verliert und der Körper damit den Eisenhaushalt wieder entsprechend für sich regelt. Aber Studien sind mir dazu bisher leider noch keine bekannt. Der Homöopath Dr. Friedrich Graf rät in seinem Buch Kritik der Arzneiroutine bei Schwangeren und Kleinkindern, in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft auch deutlich von einer Eisensubstitution ab, zum Schutz der verletzbaren Organentwicklung des Kindes, so nennt er es. Und ich verlinke euch das Buch mal unter dem Video, denn es stehen dort so viele wichtige Informationen drin, wie ich finde. Und er beschreibt dort auch aus homöopathischer Sicht, wie Eisen und Kupfer im Körper sich gegenseitig beeinflussen. Denn diese beiden sind Gegenspieler. Ansteigende Eisenwerte führen zu abfallenden Kupferwerten und umgekehrt natürlich genauso. Und ist Kupfer in einem gesunden, ausgeglichenen Zustand, dann garantiert es Entspannung, Wärme, ruhiges Atmen, also alles, was wir für die Geburt brauchen. Die Astrologen ordnen das Metall Kupfer auch dem Planet Venus, also dem Planeten der Liebe, zu. Und aus homöopathischer Sicht ermöglicht Kupfer in harmonischer Funktion die Liebe und natürlich die daraus entstehende Schwangerschaft.
Ein zu viel an Kupfer kann das aber natürlich auch verhindern, denn da ist das beste Beispiel die Kupferspirale. Eisen wird eher mit Männlichkeit, starkem Willen, Starrheit, Unflexibilität assoziiert, was für die Geburt eher hinderlich ist. Die klassischen Probleme unter einer Geburt wie Krampfschmerz, Atmungsprobleme und Probleme beim Freigeben des Kindes aus dem Körper der Frau sind in der Homöopathie klassische Kupferthemen. Ich möchte dir mit diesem Video keinesfalls davon abraten, Eisen zu substituieren. Das kann ich ja überhaupt gar nicht, denn ich kenne deine individuelle Situation überhaupt nicht. Ich möchte dich lediglich dafür sensibilisieren, dass auch Nahrungsergänzungsmittel sich negativ auf uns und unseren Körper auswirken können und dass wir damit genauso sensibel und achtsam umgehen sollten, wie wir das mit Medikamenten auch tun, vor allem in der Schwangerschaft. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, was für Erfahrungen du mit dem Thema gemacht hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!